Bonjour, mes chers Pompelmus. Ich melde mich heute vom oberen Marktplatz. Hier steht auch das Rathaus und hier hatte ich vor ein paar Tagen einen Termin mit Peter Rosenberger. Peter Rosenberger ist der Oberbürgermeister der Stadt Horb und ein großer Unterstützer der Elektromobilitätstage hier in Horb in diesem Jahr und auch im letzten Jahr. Und ich habe ihn zu zwei Themenkomplexen befragt, und zwar zum einen natürlich zu unserer Veranstaltung und zum anderen auch zum Thema: Was bedeutet Elektromobilität eigentlich für eine Stadt, die auf dem Land ist, so wie Horb? Was bedeutet das für die Stadt und wie geht man damit um? Ist das überhaupt schon ein Thema oder nicht? Also, die zwei Themen habe ich mit ihm besprochen und hier ist das Interview. Mats ab! Herr Rosenberger, vor einem Jahr haben wir zum ersten Mal mit dieser Veranstaltung begonnen. Das ist ja eigentlich ganz gut gelaufen. Haben Sie das damals erwartet, dass so viele Fahrzeuge kommen, oder waren Sie dann doch positiv überrascht? Beides kann man an der Stelle sagen. Ich denke, dass so viele Menschen das Thema Elektromobilität begleitet haben, ist eine ganz tolle Nachricht gewesen. Zeigt, dass es da eine verschworene Community auch so ein bisschen gibt, die es zu öffnen gilt. Und wenn so ein Stadtfest eine Plattform darstellen kann, um viele Menschen zu sensibilisieren, dann ist das eine gute Sache. Ich hatte es erhofft und es war ein Erfolg, war großartig. Jetzt steigern wir das Ganze ja noch. Es wird Vorträge geben, es wird hoffentlich noch mehr Fahrzeuge geben. Aber lassen Sie uns mal kurz über das Stadtfest sprechen. Denn das ist ja nicht nur E-Mobilitätsveranstaltung, das ist im Grunde nur angedockt, sondern da ist ja noch eine ganze Menge mehr bei dem Stadtfest. Ja, ein Stadtfest ist ja eigentlich eine Veranstaltung, die die hiesige Bevölkerung und Gäste aus der näheren Umgebung eigentlich zusammenholen soll. Man soll sich treffen, man soll Gespräche führen, man soll Kultur gemeinsam erleben. Und es ist aber parallel auch die Chance, ja, diverse Themen auch besonders zu befeuern, zu setzen, auch Politik zu machen. Und wenn auf einem Stadtfest die Möglichkeit ist, viele tausend Menschen, die bei gutem Wetter ja da sein werden, an ein Thema heranzuführen, das vielleicht noch ein bisschen holprig läuft in Baden-Württemberg und in Deutschland, dann ist das eine tolle Chance. Und dementsprechend verbinden wir jetzt an der Stelle diese E-Mobilität, angedockt, mit Kultur, mit Musik, mit gutem Essen, mit guten Unterhaltungen als Treffpunkt. Also ich denke, das ist rundum gelungen dann. Und verkaufsoffener Sonntag. Und der verkaufsoffene Sonntag. Ja, also es ist tatsächlich so. Die ganze Stadt bereitet sich auf so ein Stadtfest immer vor. Da sind ja viele, viele hundert Helferinnen und Helfer, die mitmachen im Ehrenamt, auch im Hauptamt. Also ich gehe davon aus, dass Freitag, Samstag, Sonntag mit dem Fest der Kulturen auch noch unheimlich viel los sein wird in der Stadt. Die Elektromobilität nimmt langsam, aber sicher Fahrt auf. Im Moment ist eher das Problem, dass die Fahrzeuge nicht lieferbar sind. Die Menschen eigentlich Autos wollen, aber die einfach nicht lieferbar sind. Das ist gerade das Problem. Inwieweit ist das denn schon ein Thema in einer Stadt wie Horb? 25.000 Einwohner, verteilt auf viele kleinere Orte auf dem Land. Ist das da überhaupt schon ein Thema, Elektromobilität, oder ist das noch sehr weit in der Zukunft? Ja, das Thema Elektromobilität spielt immer eine größere Rolle. Viele Menschen, mit denen ich mich unterhalte, beschäftigen sich mit dem Thema. Gerade jetzt, wenn es um das Thema Diesel und Co. geht. Mhm. Wir in der Flächenstadt haben natürlich die Thematik, dass man sehr, sehr stark auf den Individualverkehr noch angewiesen ist. Viele sagen, wir würden gerne ÖPNV auch stärker nutzen, aber die Vernetzungen funktionieren noch nicht gut genug. Und dass sich jetzt viele mit dem Thema E-Mobilität beschäftigen, zeigt, dass das im Kommen ist. Die Frage ist, ist die Infrastruktur dazu ausgerüstet? Die Frage, wie lange halten diese Akkus, die Reichweiten, das sind Themen, wenn die ein bisschen besser beantwortet werden können, behaupte ich, dass E-Mobilität einen richtigen Sprung nach vorne machen kann. Mhm. Wir als Stadt selbst können da Vorreiter sein. Ich denke, wir müssen da Barrieren abbrechen im Kopf, indem wir eigene Erlebnisse vielleicht auch dann kommunizieren. Ich bin ja jetzt auch im Dienstwagen mal auf Hybrid umgestiegen, um es auszuprobieren. Kann jetzt schon feststellen, mehr als die Hälfte der gefahrenen Kilometer fahre ich elektrisch. In Horb nur elektrisch. Und wenn das viele andere auch machen können, dann hat das bestimmt auch positive Auswirkungen auf Lärm, auf Umwelt und dergleichen. Ist es nicht deprimierend, wenn dann im Hybrid der Benziner wieder anspringt? Deprimierend nicht unbedingt, das ist halt ein ganz anderes Fahrgefühl inzwischen. Also früher habe ich es genossen, auch laut Musik zu hören im Auto. Inzwischen höre ich gar kein Radio mehr, sondern genieße die Stille. Das ist ein ganz anderes Fahrerlebnis. Und man hat den Ehrgeiz auf einmal, Strom zu sparen, noch mehr Energie zu sparen. Und man kommt ja trotzdem gut vorwärts. Mhm. Also ich kann immer nur jedem empfehlen, macht dieses Erlebnis mal zu eurem eigenen. Dann seid ihr einen großen Schritt weiter in diesem Thema.
Sie haben ja schon was in Richtung Elektromobilität hier in der Stadt gemacht. Es gibt ja schon erste Ladesäulen. Also die Städte rundherum, teilweise haben auch welche, aber da ist ja Horb eigentlich recht weit vorne, was zum Beispiel Ladesäulen betrifft. Und da ist ja, glaube ich, auch noch einiges mehr geplant. Ja, die Ladesäulen, ich glaube, wir haben jetzt 3, wenn ich richtig informiert bin, und es werden auch mehr werden. Immer wenn wir eine neue Infrastruktur bauen und auch an Parkplätze denken, dann werden wir dort Ladesäulen installieren. Wir haben auch das Thema E-Mobilität im Carsharing ja mal ausprobiert. Das hat im ersten Moment noch nicht so gezündet und funktioniert, lag aber eher an dem Carsharing-System, nicht am elektromobilen Fahrzeug. Es kommt immer mehr und die Menschen, die sich ein E-Mobil leisten wollen, sagen uns auch, sie nutzen diese Infrastruktur. Und wenn man das mit günstigem Parken vernetzen kann, dann ist es, glaube ich, ein weiterer Motivationsschub für den Einzelnen zu sagen, ich probiere es mal aus. Okay, ich habe kürzlich mit Ricarda Becker gesprochen. Ja. Von der ENCW, da ist ja auch was geplant. Ja, wir hatten ein Gespräch mit Kalf, weil wir wissen, dass wir nicht auf einer Insel leben. Und wir beobachten natürlich, was machen Nachbarn. Und in Kalf, die machen das sehr gut aus meiner Sicht. Denken das auch regional etwas größer. Und jetzt ist unsere Überlegung, fahren wir eigene Konzepte oder vernetzen wir uns da? Da ist noch keine abschließende Entscheidung getroffen. Aber auf jeden Fall geht in der Region was vorwärts. Also nicht nur bei uns, sondern auch bei den Nachbarn. Und das ist insgesamt gut. Soweit das Interview mit dem Oberbürgermeister der Stadt Horb, mit Peter Rosenberger. Und wenn ihr auch mit dabei sein wollt, dann meldet euch doch einfach an auf der Webseite e-mobiltreffen-horb.de. Da könnt ihr euch anmelden und dann seid ihr dabei am 8. und 9. September 2018. Ihr könnt am 8. kommen, ihr könnt am 9. kommen oder ihr könnt an beiden Tagen vorbeikommen. Ich würde mich jedenfalls riesig freuen, wenn ihr dabei seid. Also meldet euch an e-mobiltreffen-horb.de und dann treffen wir uns mal persönlich. Würde mich riesig freuen. Bis dann!